Oh nö. Kann ich nicht. Dich gerade. Ist aber auch immer schwierig, wie man sich verhalten soll, ne? Soll man aufrüsten, damit man mehr Geld bekommt? Soll man besser sparen, damit man so einen Campingplatz da wegbekommt? Wer weiß, wann das ja wieder aufploppt, ne? Aber wir brauchen das hier. Baumaterialien. Das brauchen wir unbedingt. Weil wenn wieder so ein Hotel kaputt gehen sollte, dann... Holen wir das mal. Und bauen auch hier ein Hotel hin. Gibt wieder mehr Geld. So. Und dann müssen wir den hier noch wegschaffen. Oh, gibt wieder Geld. Was heißt das hier? Na, und dann können wir dich hier aufrüsten und dich können wir aufrüsten. Dann haben wir das hier dann schon mal. Och nö. Kriegen wir nicht. Schaffen wir nicht. Das kriegen wir von der Zeit her nicht hin. Das sind dann 42. Nee, nee, das schaffen wir nicht. Guck mal. Och nö. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Verdammt. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt in der Zeit noch mal wiederkommt. So. Verdiene 125. Großartig. Nun sammel den vorgegebenen Geldbetrag ein. Ja. Würde ich ja gerne machen, ne? Ist nur nicht so leicht. Scheiße, wir haben keine Dingens mehr. Ja, schaffen wir nicht mehr. Nee, schaffen wir nicht. Ja, komm, lass mich das doch jetzt reparieren, Mensch. Wir haben es ja. Eigentlich nicht so, aber wir können uns jetzt hier noch mal wieder was holen, falls was repariert werden muss. Wieso habe ich denn nur noch 11? Ach so, das hier ist mein. Ah. Dann wollen wir das Ganze mal beschleunigen.
ganz klar. Schade, wir können jetzt leider nichts mehr aufwerten. Aber ich hoffe, das reicht soweit. Wir kriegen zwar keinen goldenen Stern dafür, aber egal. Mach nix. Weil wenn wir das ja gar nicht geschafft hätten, das Level, dann müssen wir das ja schon wieder von vorne beginnen. Das mussten wir ja nicht. Ja. 12 Minuten Expertenzeit 10. Kann ich alles haben. Gästehaus. Oh, man kommt aber genau hin, wa? Level 6. Großartig. Jetzt können wir Verschönerungen bauen. Sie erhöhen enorm das Einkommen der nahegelegenen Hotels. Baue eine Statue zusammen mit 2 Gästehäusern und 3 Hotels. Okay. Mach mal hier ein Gästehaus. Haben wir bisher nur ein Camping-Dingen. Also nicht wirklich viel. Eine Statue. Da können wir uns auch noch unter den Nagel reißen. Oh. So. Ah, das heißt, das hier müssen wir gleich noch kaufen. Das müssen wir gleich noch auf jeden Fall kaufen. Jetzt habe ich mir aber schon irgendwie fast gedacht, dass das so kommt. So. Kommt verkauft. Ich will das haben. Weil ich muss jetzt leider warten, bis das Geld da ist. Weil wenn das auch wieder so die 50 oder 60.000 kosten sollte. Das brauchen wir dann. Weil wir haben auch keine Baumaterialien mehr, deswegen. Und 4.600 ist jetzt nicht so viel. Zumal das hier auch was länger dauert als bei meiner eigenen Traumstadt, ne? Da haben wir hier alle 5 Sekunden bekommen. Ja, ich brauche so. Was kostet denn so ein Upgrade? 60, dann machen wir das mal. Aber der hier will einfach zum Verrecken nicht verkaufen. War wahrscheinlich, weil ich kein Geld zusammen habe. Dann ja. Soll ich ein Hotel bauen? Ja. Gibt mehr Geld.
Ja, wir müssen immer ein bisschen was auf der Tasche haben. Weil ich wette mit dir, wenn ich das jetzt hier kaufen möchte. Nein. Nehmen wir das noch dabei. Jetzt verkauft doch. Weil sonst muss ich das nämlich irgendwie anders lösen. Und da habe ich eigentlich weniger Bock drauf. Na, das hier, die Statue gibt mir nur die drei hier zur Verfügung. Das macht doch voran. Pilling, achso, das. Tja, anscheinend müssen wir das doch so machen. Ich denke mal, dass ich auch schon fast die Statue wegabreißen muss. Säubern. Okay, man muss also auch irgendwie so Statuen eventuell säubern. Besitze zwei Gästehäuser. Zu verkaufen. Und weg. Das dauert noch. Holen wir uns nochmal Baumaterialien. Da gehen jetzt leider wieder ein paar von weg. Jawohl. Sieben Minuten hast du nur Zeit, um Gold zu bekommen. Was soll das dann? Das ist ja mal mega unfair. So, dann wollen wir auch hier mal ein Hotel bauen. Ich hoffe, jetzt geht nicht irgendwas kaputt. So. Ich bin ja irgendwie immer nur so am Gucken, wo etwas hier abläuft. Das ist echt der Wahnsinn. So, dann kriegen wir mal ab und zu noch ein paar Schecks.